Hey Chas, herzlich willkommen zurück zur Detention. Wir sind in einem sehr interessanten Gebiet aufgewacht. Erstmal scheinbar draußen auf deren Übungstrainingsfeld. Und dann haben sie hier ein Red Brick House, das scheinbar von den Japanern ursprünglich mal besetzt worden war. Ja, und hier ist einiges los. Am Ende haben wir es dann geschafft, hier diese Doppeltür zu öffnen. Und wir dürfen jetzt herausfinden, was dahinter auf uns wartet. Okay, für jetzt geht's erstmal nur hier simpel raus. Okay. A copper statue of the president. Oh, das Licht an. It can be seen from almost anywhere in the school. Can it? Ich frag mich gerade weiterhin so ein bisschen, wo wir uns befinden, dass es tatsächlich möglich ist. Okay. Gucken wir mal da rein. Ach so, hier ist der Eingang. Ich wollte schon fragen, wie zum Kuckuck stehe ich da an dieser Ecke? Könnt ihr mir sagen, was für ein Gebäude das ist? Außer, dass es hier alles ziemlich fertig aussieht. Okay, das sieht alles sehr ungesund aus. The windows are covered in protective talismans. Telefon. Isn't this the phone from the principal's office? Was ist die... Kann man die Polizei hier rufen? Ist es nicht auch der Witz, dass die ebenfalls 110 haben? I have to pick up the receiver to dial. Achso, so rum funktioniert das. Okay, gib mir ein Steam Achievement. Great. Das tut erstmal noch nicht mehr. Ich dachte hier, das ist doch eine Waffe. Oder? Nee. Das sieht aus, als würde es da hinten noch weitergehen. Ist irgendwas hier Relevantes? There's nothing important on the bookshelf. Aber hier mal wieder. The cabinet looks familiar. There's a key inside. The Roof Key. Richtig, da gibt es ja noch einen Bereich, wo wir bisher noch nicht hin konnten. Im alten Gebäude. Ja, mir missfällt das Zeug, das da nach oben wandert. Könnte also wieder so ein Hinweis sein, dass es hier irgendwas fucky vor Gesicht geht. Aber noch nicht. So, wieder mal so ein bisschen aufpassen. Ist da ein Licht am Leuchten? Denn wir hatten diesen einmal Lantern Yokai da abbekommen. Yokai? Lingered. Und hab das natürlich versaubeutelt. Okay, das missfällt mir extremst hier. Ich kann vor allem die Sachen nicht lesen. Ich laufe hier gleich lieber weg. Ich gehe nicht davon aus, dass ich das... gerade mit dem ganzen Nebel irgendwie... Oh, diesmal haben wir sie mal wieder. Okay. Also warten wir, bis das Licht auf unserer Höhe ist, Fragezeichen. Und jetzt... please move. Wie lange soll ich denn bitte meine Luft noch anhalten? Oh oh. Okay. Mir missfällt, dass die Musik hier läuft. Achso, war das mit. Warum ist hier ein Anguckding? Achso, Metal Door Inside. There might be another way around. Also, jetzt kommen wir hier lang. Okay, das wird immer schwierig, gerade oder zu realisieren, wo zum Kuckuck ich jetzt war, wo ich überall hingehen kann. The music room, there's a piano inside. That was probably last used during our freshman chorus competition.
Licht. The hallway light switch. Okay, da muss es also einen Grund geben, warum ich das hier hervorgehoben bekomme. Anders als die anderen bisherigen. The broadcasting room, there are some playback devices inside. Ah, great. Okay, da geht's schon wieder raus. Ich gehe einmal kurz hier raus. Oh boy, Okay, ich erwarte, dass hier irgendwas Schlimmes passiert in einem von diesen beiden Räumen, wenn nicht sogar in beiden. The fuck is this? Creepy. A tree grown through the wall. There are leaves all over the room. Moss grows on the door and windows. Ja, die Gesichter sind das, was eigentlich das Relevante ist. Okay, hier ist sonst außer das nichts. Also erstmal nochmal hier. On the table are some broadcasting equipment. The speakers are emitting a small, staticky sound. You can almost hear whispering. Oh, great. A large 8-track player is usually used for school broadcasts. The power is connected. Do I just need to stick an 8-track tape in? Achso, ich wusste jetzt nicht, ob da unterschiedliche Bereiche gibt fürs Angucken. This should be used to switch tracks. Each tape usually has 4 tracks recorded on it. Okay, also wir müssen ja was finden. Oh, sieht so aus, sollen wir damit irgendwie interagieren können. Okay, das ist das gleiche, sorry. Okay. Das heißt also, entweder müssen wir die Augen offen halten, oder es wird uns irgendwann entgegengeworfen. Aber ich noch nicht ganz sicher bin, was ich damit erzielen werde. Okay, also wir haben mal wieder die Ehre. Yep. Mann. Ganz bewusst ein bisschen später. Denn man sieht, sie guckt ja selber nochmal. Okay. Oh. We have music class scheduled every semester. It's almost used as a testing center, though. In the middle of the room hangs a birdcage. A puppet lies locked inside. It got a hood on. I've never seen this style before. Time to stab it. Oh. Richtig, das haben wir abgegeben. Oh, don't play the fucking piano. This is gonna end bad. Oh no, what the? Nach einem Puzzle, wo ich auf ein Piano zurückgreifen muss. Also einerseits brauche ich ein Tape. Dann muss ich irgendwie, vermutlich irgendwas mit dem Piano tun. Es ist hier nichts los. War bisher nichts los, sagen wir mal so, um Sicherheit selber. Hier nochmal irgendwas anderes Interessantes, Relevantes. Da war im Endeffekt der Schlüssel und richtig das Telefon. Das ist noch nicht unbedingt viel. So, da sind wir mal so clever. Speichern mal wieder. Yes, please.
Auf dem Feld, ist da irgendwas, was wir... No. Wir sollen vermutlich jetzt erstmal nur nach oben. So, die Puppen, bitte mal nicht irgendeinen Blödsinn machen. Thank you. Genau, und hier ist einfach nur... Das da, richtig? Okay. Folgen? Bye! Bloodstained Film. Okay. Ich gehe mal nicht davon aus, oder? Ich meine, hier könnte immer noch jemand anders sein, aber das könnte auch sie selber gewesen sein. Okay, wo zum Kuckuck mussten wir nochmal hin, um Film uns anzugucken? Wir hatten das definitiv hier irgendwo gehabt. War das hier? Projection Room, yep. Okay, dann wechseln wir mal Tapes. I wonder what's contained in this film. Mhm. Es könnte wohl in dem Ding drin sein, das komplett blutig war. Ah, okay, das Ding ging immer gelegentlich mal so an, richtig. Man, der Raum war vorher schon creepy. Sollen die Ziffern mir was sagen? 0,25 und dann 1? 1, 2... Ah, okay. Ihr wollt vermutlich damit irgendwas anfangen. Dementsprechend, sorry, Sound ist einmal kurz weg, denn ich muss ganz kurz hier das Notepad öffnen und das niederschreiben. 0,25, dann war eine 1. 0,25. 1, 2... 1, so 2, 1, sorry. Okay, was auch immer mir das sagen soll. Gravestone, yes. Ich meine, vielleicht ist das Spiel auch wieder nett genug, wenn man dann... Obwohl, dann würde es ja bedeuten, wenn man die Vergangenheit in Erinnerung ruft, dass wir hier Sachen niederschreiben oder ähnliches, dass das es noch nicht wäre. Okay, das heißt, wir gehen den ganzen Weg wieder zurück. Ach nee, das flattert einfach nur. Okay. Und... gehen in das neue, alte Gebäude. Bis nach hinten durch, um da dann zu gucken, was auf uns noch zukommt. Jetzt muss ich ganz ehrlich zugeben, dass ich es angenehm finde, dass sie nicht an jeder Ecke lingert herumheult. Aber wie immer, das sind so Spiele, wenn man gewisse Sachen erreicht, wo sich gerne Sachen auch mal ändern. Ich gehe nicht davon aus, dass ich zu dem Feld zurück muss. Aber natürlich. Yes. Pray if you're blessed. Do I know? Out we go. And back in we go. So, war das hier jetzt schon mit dem Lantern? Nee, das war weiter draußen, oder? Ich glaube nicht ganz, okay. Yep, come on, come on, come on. Jetzt. Es scheint wirklich so der Fall zu sein, eine Sekunde, in der sie wirklich weg an einem vorbeigelaufen ist, dass man nicht noch länger warten muss.
Und manchmal hast du das Gefühl, dass die auf einen reagieren, selbst wenn man da halbwegs in der Nähe ist. Schon wieder? Wow. Hat wohl nichts Besseres zu tun. Dumm, dumm, dumm. Okay, alles gut. Okay, also die Musik wird wohl scheinbar tatsächlich mit denen assoziiert. So. Okay, da jetzt weiter. The door seems... Ah, has been unlocked. Oh. Okay. Das hatte ich jetzt nicht realisiert. Ja, das sieht alles jetzt hier natürlich schon ganz eckig creepy aus. Yo, baby, okay. High five! The scene. Is it trying to remind me of something? Yeah, was könnte es wohl sein? A pair of mannequin hands. Is it set up for the puppet to play? The puppet play? Hmm. Müssen wir also irgendwelche Puppen finden, oder? Also ich bin eher davon ausgegangen, dass da ein Jumpscare kommt, dass die Hände auf einmal nach unten sich bewegen, ein Kopf in der Mitte rauskommt. Noch einmal ganz kurz doch. Okay, Wooden Puppet Theater. I see it often when we visit the temple. There seems to be a couple of props on the theater. Climb the ladder up and take a look. Was auch irgendwas anderes? No, okay. Okay, okay. Yo. There seems like something stuck inside the tree. An 8-track tape. Okay. Und trotzdem mal ganz kurz, ob sie nochmal weitergeht. Nope. Was auch immer das ist, ist es im Weg. Hm. Okay. Gucken wir mal ganz kurz. 8-track tape found under the tree containing 4 tracks. This is one is labeled prohibition. Prohibited. So rum. The contents are probably censored. Hm. Okay, what now? Ich bin mir halt noch nicht sicher, zu was das führt. So, bitte lass mich hier einfach ganz kurz rein, ohne dass ich wieder an... Ach, shit! No! Why? Too dark to see anything. Come on. Shit. No. I already smell it. Okay. Here it is. Let's go. Komm ja auch nicht wieder raus. Okay, zum Glück müssen wir hier rein. Okay, rein damit. Ja, ohne Untertitel ist das natürlich relativ witzfrei für uns.
Ist der Witz, dass das jetzt irgendwie uns helfen soll? Meine ist Piano. Ja, das habe ich verstanden, aber soll mir das reichen zusammen mit dem, was ich dann selber spielen muss? Aber was muss ich spielen? Das ist das, was ich noch nicht raus habe. Okay, das wird jetzt natürlich überall gespielt. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Und das Rückspielen klingt sehr merkwürdig, aber vielleicht ist das richtig. Deswegen die Sache, die ich ja bisher. Ja klar, da hat er noch nichts niedergeschrieben bisher. Ja, ich habe auch nicht mehr allzu viel hier seitdem bekommen. Deswegen, das Einzige, was wir aktuell noch haben, ist diese Sequenz an Nummer 025121. Deswegen, man könnte behaupten, dass es irgendwas zu sagen hat mit dem Piano, aber es ist halt keine Garantie. Gerade vor allem, also ich kann nichts mit den Nummern anfangen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Meine, okay, gehen wir noch mal ganz kurz einmal rein. Gehen nochmal einmal sicher jetzt aber alles durch. Weird, is it stuck? Can't change tracks anymore. Okay, also das ist dann soweit jetzt erstmal richtig. Muss ja im Endeffekt. Das ist der Baum. Ja, okay. Dann würde ich sagen, das Beste ist wieder. Hier jetzt rüber zu gehen. Ich mag den Raum nicht. In the middle of the room hangs a birdcage, ja. No, okay. Das Interessante ist, dass man halt da draufklicken kann. Dachte wirklich, man könnte das irgendwie verschieben, aber jedes Mal, wenn ich da irgendwie versuche, auch nur mit gedrückter Maus das zu machen, passiert das gleiche wie normales Drücken. Verstehe nicht, warum du existierst. So, gucken wir mal, also ob hier kann ich doch nicht starten. Erst hier die richtigen. Okay, also sehr übersichtlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Schwarzen Tasten gehen überhaupt nicht. Ist das irgendwas? Nee, das gehört alles zu dem einen. Okay. Also irgendwo fehlt noch was. Was hier noch? Wo könnte man noch hingehen? Ich will definitiv eigentlich nicht. Meine Frage ist, ob man noch irgendwas hätte machen können. Mit dem Tape zum Beispiel. Interessanterweise das. Ah doch, jetzt wird es auch nochmal vorgenommen. Oh, du bist aber auch gerade mittendrin gespawnt. Mal ganz kurz, ich jetzt aber hier gucken, ist glaube ich genau das gleiche. Oh, Layers of Barbed Wire, hope I don't get caught in tear my flash. Ja, das wäre sehr hilfreich, ne? Und ich das verstanden mit dem Tier. Oh, ist das, was ich vielleicht in dem Telefon machen muss? Oh. Das könnte es natürlich auch sein. I have to pick up the. Ja, richtig. Null. Aha, okay. Ja, also da muss ich natürlich zugeben, ich da gerade, dadurch, dass es ja ein Achievement gab, das Ganze damit so ein bisschen abgehakt. Oh, das existiert, um damit irgendwie das zu bekommen. Miss Fang, your country appreciates your assistance. Ah, right. Kann auch nicht weiterklicken.
Also, what's left is only the dial tone. Wait, what? Oh, the big one. Okay, wenn das jetzt hier reinmarschiert, habe ich geschissen. Oh, erwischt. Is it? Ich will da jetzt eigentlich nicht wieder rausgehen, wenn ich ganz ehrlich bin. Okay, damit haben wir das auch abgeschlossen. Okay. Out we go. Ah, shit. Oh, military police puppet. Picked up in the hallway, dressed as a military policeman. It's holding a pistol in hand. Okay, also das sollte klar sein. Wir brauchen noch eine zweite. Habe ich irgendwas davon, hier zu sein? Außer zu speichern. Hä? Also ich gehe mal davon aus, dass es zu einfach wäre, nochmal in dem Theater Room nach einer Puppe zu gucken, aber ausschließen sollte ich es nicht. Beziehungsweise ebenfalls, dass ich nicht ausschließen sollte, ist nochmal hier zu schnell gucken. Ist hier irgendwas Interessantes in der Zwischenzeit nochmal passiert? Deswegen gerade das Beispiel hier mit der Flagge, aber da ist nichts. No, okay. Ich meine, wäre auch so ein bisschen merkwürdig, wenn jetzt hier auf einmal was passiert wäre, ohne so eine Ankündigung. Da gerade ein neuer von denen gelandet. Jedenfalls wichtig, wir haben eventuell uns da runterspringen sehen, aber das hatte jetzt hier nicht irgendwelche Einflüsse darauf, dass man irgendwas findet. Außer logischerweise den Film, aber das war jetzt nicht so direkt zusammenhängend mit der anderen Sache. Ist hier nochmal irgendwas? No. Okay, gehen wir da nochmal rein. God, are those fuckers creepy. Okay. Das war auch nur so ein Einmal-Problem. Gut. Anders kann ich nicht sagen. Wäre hier sonst noch irgendwas? Ich meine, vielleicht ist die Logik auch ganz simpel, dass man erstmal die eine Puppe abliefern soll, dann sich dabei was erhofft. Aber, ich bin mal kurz so frei. Und werde das erst beim nächsten Mal rausfinden. Für heute bedanke ich mich fürs Einschalten. Hoffe, es hat euch gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann.